So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Supraland. Wir müssen zurück. Back to Orangeburg. Ah ja, wir sind bei dem Rätsel stehen geblieben. Super. Ich habe eine Aufnahmepause gemacht, also seit gestern. Und ich weiß immer noch nicht, wie dieses Rätsel funktioniert. Also auf jeden Fall so eine Kugel färben ist schon mal kein blöder Idee. Genau. Nee, keine blöde Idee. Aber was mit dem Aufstand? All die Demonstranten sind gegangen und haben sich im verrückten Kugelkult angeschlossen. Ey, was für Mitläufer. Was wäre mit Waldo gewesen? Wäre Waldo noch da gewesen? Wahrscheinlich. Oder er ist jetzt bei den Kugelkultleuten. Naja. Also wir haben ja hier eine Kugel. So. Die können wir theoretisch einfärben. Rot, ne? Yes. Was hatte ich da vorhin für Probleme? Wir haben doch letztes Mal irgendwie unsere Granatkugel einfärben müssen. Naja, keine Ahnung. So, die Kugel einmal. Yes. Wenn ich hier die Granate hinlege. I mean, eigentlich. So klappt es ja mit der Granatkugel. Warum hat denn das dann davor nicht geklappt? Keine Ahnung. Ach, ich hasse es einfach, wie die rumrollt. Keine Ahnung, die rollt so richtig kacke. Kann ich nicht einfach den Block erstmal da. Ja, ich setze den Block einfach kurz davor. Und dann machen wir. So einfach. Keine Ahnung, wir kommen zurück. Wir kommen zurück, willkommen zurück. Ja, alles dasselbe. Ja. So. Ah, die haben oben fertig gebaut. Okay, jetzt kommen wir da auch nicht mehr drüber. Es ist immer wieder dasselbe Rätsel, aber ein klein bisschen anders. Aber finde ich auch cool. So. Geht jetzt das Tor wieder auf? Oder ist da immer noch Problems? Ich kann das Tor nicht öffnen. Irgendein neuer Sicherungsmechanismus. Das Kabel führt zu ihm. Ich raff's nicht. Aha. Ah, das ist jetzt. Die Stelle hier oben. Ups. Gut, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben auch mittlerweile 47%, ne, vom Spiel, vom DLC. So. Aha. Ah, funktioniert. Wunderbar. Das war eigentlich auch so ein Rätsel. Wo ich noch 5 Minuten hätte bleiben können. Ach, gucke mal. Das haben die ja toll gemacht. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn man ganz oben da drauf steht. Ein flacher Sandkasten, eine Welt ohne Kurven, unkugeliger Schwachsinn. Jo. Na, sieh an, wer schneit herein, um die Wahrheit zu erfahren? Ja, erleuchte mich. Warte, hier kann man ja nicht drauf stehen. Ist hier ein neuer Waldo? Nee, die sagen auch gar nichts. Sie kratzen sich wirklich nur. Doch, da ist ein neuer Waldo. War ja klar, dass der sich hier bei den Kugelleuten wieder angeschlossen hat. Den haben wir gleich mal aus dem Verkehr gezogen. So, wunderschöne Nacht, oder? Ja. Oh, siehst du das genau? Ja, warte, der Schatten macht eine Kurve. Ja, das Gespräch hattet ihr schon. Keine Ahnung, dieser letzte Waldo ist mir immer noch sehr suspekt. Der da hängt. Da gibt es was Neues im Shop. Hast du mal eine Münze? Nee, leider nicht. Sorry, Bruder. Überwinde die große Mauer in Orangeburg. Okay. Wenn du keinen Schrott finden kannst, Hildegard ist im Krankenhaus. Du weißt wahrscheinlich, wo du welchen finden kannst. Wie viel brauchen wir denn? 179, schöne Zahl. Also im Krankenhaus. Wo ist das Krankenhaus? Dort drüben. Das grüne Rohr soll, also das hilft uns darüber zu kommen. Aber. Huh.
Was sagst du? Die lila Röhre wird dir sicher helfen, in die andere Stadthälfte zu gelangen. Welche lila Röhre? Also wir müssen die große Mauer überwinden. Kannst du einen anderen Weg in die Südstadt finden und das blaue Tor öffnen? Also doch, wir müssen darüber. Aber wo ist das Krankenhaus? Ist es da drüben? Wie sind dann da die... Du bist ein ziemlich fähiges Alien. Unser Königreich könnte einen Wächter wie dich gebrauchen. Aber Eure Majestät, wir haben einen Wächter. Er ist nur gerade nicht hier. Ja, der ist da drüben seit ein paar Tagen. Wartet immer noch, dass 12 wird. So, also wir müssen... Hä? Ich meine, da ist ja ein Symbol, dass der Cube geht hoch. Aber nur, wenn man ihn hier unten reinschieben würde, oder? Hä? Wir haben kein Magnetismus-Upgrade. Wir können auch das Ding wahrscheinlich nicht herziehen. Nee. Es ist alles so verwirrend. I mean, ja, ich möchte ins... Ha. Ups, warte. Ich möchte hier bitte reinschlupfen. Sind wir drin? Es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Wow, gruselig. Ich weiß, es geht. So. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so gar nicht. Hast du noch einen anderen Tipp? Die lila Röhre. Die lila Röhre. Also vielleicht bin ich farbenblind. Aber die ist orange. Die ist, also da ist, das ist lila. But, I mean, oh. Ja, das ergibt natürlich... das könnte natürlich wirklich helfen. So. Ich glaube nicht, dass wir die da oben befestigen können. Muss man die hier ranstöpseln? Kann man dich auch wieder... Man kann dich wieder wegnehmen. Ups. Aha. Okay, wir können die jetzt an verschiedene Orte ranstöpseln. I mean, ups. Nein. Da möchte ich die einmal hinsetzen. So, und zwar... Ich weiß nicht mehr... Ups. Ich weiß nicht mehr, was das Ding auslöst, aber irgendwas macht es. So, das rollt da rein in die Röhre, ne? Ja. Oh Gott, jetzt müssen wir da noch... Ah, ich sehe schon. Und dann öffnet sich die Tür. Aber nicht sehr lange. Okay. Gut, gut, gut. Dann machen wir... Ja, machen wir einfach das Rätsel mal. So, es rollt. Was? Jetzt schon offen? Das rollt zu schnell, das Ding. Scheiße. Aber wir kommen doch nicht anders irgendwie... Irgendwie hoch. Du musst... Mhm. Warte. Rollst du? Jetzt rollt's, aber ganz langsam. Okay, das könnte... Ich hoffe, es beschleunigt nicht allzu schnell.
Ja. Ja, okay. Man muss es einfach so vom Speed her reduzieren und dann kriegen wir 1 Schrott. Geil. I love it. So. Was? Irgendwie eine 12 draus zu machen. Ah! 12, ich bin weg. Yeah! Gesundheit, Regeneration, yes. Und Blaster-Updating-Zeit. Cool. Gut, dann ist auch das Rätsel, das so zusatzmäßig hat es jetzt 1% vielleicht gebracht. Okay, aber ich meine, wir haben jetzt die beiden Häuser auch erkundet. Was mich dann auch mega interessiert, ist natürlich hier unten das Haus, wie wir hier reinkommen. Zumal hier ja auch Schrott drin ist. Obwohl, kann ich mich nicht da einfach festhalten und rüberswingen? Ich meine, das ist Holz. Naja, aber das Holz ist wieder so Holz, was nicht funktioniert. Ah. Da ist eine Platte. Ich meine, du hast nicht irgendwas mit einer Gewichtsanzeige, ne? Und ein so ein Ding, das ist dir zu wenig. Und so ein Block, der passt da auch nicht so wirklich drauf. Die wollen wirklich, dass wir da drauf sind. Aber ich kann ja auch nichts verbinden, was dann da so bleiben soll, ne? Blöderweise. Nee. Keine Ahnung. Hier ist auch noch was drin, oder? Ach. Ups. Nein, nein, nein. Lass los. Gut, nee. Da müssen wir jetzt mit der Röhre noch was anstellen. So. Irgendwie, wir können die ja auch nicht drehen. Na, ich würde ja am liebsten. Ach so. Nee, das klappt nicht. Klappt auch nicht. Das wird dann oben rausgeschmissen. Ups. Hä? Wait a second. Wenn wir jetzt hier einen Block reinmachen. Ja, ich weiß, die Röhrenverbindung an sich sieht eigentlich richtig aus. Hier könnten wir machen, dass es nach unten Feuer abschießt. But I mean, das bringt uns, glaube ich, das Feuer bringt uns nur was, wenn wir, ja, hier kommen wir eh nicht rein. Das Feuer bringt uns, glaube ich, nur was, wenn wir unseren normalen Schuss haben, weil dann können wir hier auf die Plattform Feuer aktivieren. Und das Feuer, mit dem können wir dann hier die Kerze anschießen. So, und erst dann bringt uns das Feuer was. Ich glaube nicht, ich meine, wir können es probieren. Ich glaube aber nicht, dass es mit unserem Lasermodul. Oh, mal abgesehen davon, dass man ja auch erst hochkommen muss. Warte mal. So. So, dann kann man hier nämlich machen, da. Ups. Ah, man kann hier gar keinen Block. Doch. Nein. Doch. Nee, das ist dann das normale Feuermodul. Aber so wie ich es mir dann denke, ist es. Und bis dahin bringt es halt wirklich null. Also das Ding wieder wegnehmen. Ach. Ich
Ich weiß nicht, wie sollen wir das dann... Wir können es hier unten verbinden. Aber es macht ja nichts. Kann man die Nägel irgendwie reinstoßen? Auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung, Block geht nach oben. Ansonsten nach unten. Ich kann den Block ja auch nicht schießen und alles. Das... Geh rein! Nee. Also wir haben die lila Röhre, die hilft ein bisschen. Aber ich weiß nicht wofür. Hä? Keine Ahnung, wenn wir die irgendwie drehen. Also. Huch. Ah, mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden. Ja, I mean. Oh. Ah. Hier ist noch ein Schrott. Nett. Man kann bestimmt auch irgendwie die Türen öffnen. Hm. Okay, so jetzt aber. Ich möchte hier rein. Könnte dies ein Eingang sein? Nein. Hä? Aber es gibt ja auch keine weitere Röhre irgendwie, um das zu verbinden, oder? Die Röhre können wir nicht klauen. Ups. Nee, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ich bin so verwirrt. Ja, ciao.